So, herzlich willkommen zu einem weiteren Vorbereitungsvideo auf die ICM Beyond 2020, die Konferenz für innovative Hochschulentwicklung und innovative Hochschullehre. Wird ja im Februar 2020 stattfinden in Österreich an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich in Baden. Wir freuen uns schon sehr drauf. Und ich freue mich heute jetzt auch auf ein ganz, ganz interessantes Gespräch mit zwei Kollegen von der Universität Marburg. Und ich darf gleich mal starten und einfach um eine kurze Vorstellung bitten. Ja, hallo, ich bin der Patrick aus dem Projekt RoboPrax und in dem Projekt bin ich verantwortlich für die inhaltliche Gestaltung der Aufgaben für die Roboter, für die MOOC-Gestaltung, die dazu auch im Inverted Classroom dann abläuft und im Großen und Ganzen dafür, dass unsere Roboter so laufen und so funktionieren, wie sie sollen. Also stärker von der technischen Seite kommen wahrscheinlich und auch vom Fachgebiet her wahrscheinlich von der technischen Seite. Genau, richtig. Und meine Kollegin ist dann eher für die Organisation, für die Koordination zuständig, dass wir das mit den Schulen und den ganzen verschiedenen Schnittstellen gut auf die Reihe bekommen. Mhm, super. Die Kollegin wird ja dann hoffentlich noch dazustoßen. Die werden wir dann auch noch ganz kurz vorstellen lassen. Das passt. Ja, vielleicht gehen wir gleich auch ein bisschen dann natürlich auf die Session im Rahmen der Inverted Classroom and Beyond 2020. Was wird uns denn inhaltlich erwarten oder was wird denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Session erwarten? Also wir haben ja seit Anfang des Jahres das Projekt RoboPrax, in dem wir an die Schulen gehen und dort mit Nao-Robotern bisschen künstliche Intelligenz erklären wollen, zeigen wollen, was ist wirklich Realität, was humanoide Roboter können, was ist nur Science-Fiction aus Hollywood-Filmen. Damit dann auch die Blockprogrammierung starten, dass man auch die Schüler und Schülerinnen in der 7., 8. Klasse schon mal ein bisschen in die Blockprogrammierung einführt. Also jetzt nicht, dass die in Python oder Java programmieren, sondern eher wirklich mit Blocks und mit Linien, die verbinden und dann auch natürlich mit der Hoffnung, mehr Mädchen dafür zu begeistern, dass wir im Endeffekt dann mehr Mädchen haben nach dem Abitur, die sagen, Robotik, Informatik interessiert uns, würden wir gerne studieren. Und da werden wir mal einen Einblick geben, wie das Projekt bis jetzt so angelaufen ist und werden dann auch kleine Aufgaben mit den Teilnehmern machen, wie man den Roboter wirklich programmieren kann und einen Einblick in die Software geben. Super, sehr cool. Und war ja fast perfekt auf das Stichwort. Liebe Sabrina, hallo, schön, dass du dabei bist. Vielleicht, dass du dich auch noch ganz kurz vorstellst für unsere Zuseherinnen und Zuseher. Ja, hallo, mein Name ist Sabrina Zeiter. Ich arbeite in dem Projekt RoboPrax als Koordinatorin und bin für die wissenschaftliche Forschung zuständig. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß, mit den Schülerinnen und Schülern zusammenzuarbeiten. Und du bist ja jetzt auch die ja mit dem Jürgen Hanke auch da ganz intensiv schon länger zusammenarbeitet. Du hast auch bei ihm, glaube ich, das Inverted Classroom Modell ja richtig aufsaugen dürfen, wenn ich das so sagen darf, oder? Ja, stimmt, genau. Ich habe ja als Studierende praktisch bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen. Das ist schon 10 Jahre her mindestens. Und habe dann als studentische Hilfskraft bei ihm angefangen, habe dann tatsächlich auch Kurse mitentwickelt, selber Texte geschrieben, die Bildbearbeitung und Sound und Editing und alles gemacht. Und am BLC, an der Virtual Linguistic Campus, habe ich an der Plattform habe ich mitgearbeitet und meine eigenen Kurse dann, als ich fertig war mit dem Studium, als Dozentin im Inverted Classroom unterrichtet, ja. Ja, Professor Hanke ist natürlich jetzt einer der die Konferenz ja mitgegründet hat und natürlich auch die Methode, das Inverted Classroom ja eigentlich etabliert hat und einmal im deutschsprachigen Raum natürlich etabliert hat und jetzt auch international unterwegs ist. Und das bringt uns dann eigentlich auch gleich zur Frage der Methode. Also welche Methode wird uns und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer denn nun auch an der Inverted Classroom and Beyond erwarten? Also welche Methode wendet ihr in eurem Workshop dann vor Ort an? Im Prinzip könnte man sagen, dass wir wirklich den Inverted Classroom anwenden. Da wir haben für das Robotikum auch dementsprechend den MOOC vorbereitet, den die Teilnehmer auch gerne davor einmal anschauen können. Den gibt es auf oncampus.de für umsonst. Heißt RoboBase. Und es wäre schön, wenn die Teilnehmer unseres Workshops sich den davor einmal anschauen würden, dafür, dass sie schon mal eine Ahnung haben über die Roboter, die wir benutzen, über das Programm. Und dann können wir im Workshop selbst in der Präsenzphase mehr mit den Teilnehmern schaffen. Genau, da haben Sie textuelle Informationen, audiovisuelle Informationen. Wir haben Videos dafür gedreht, wir haben aber auch OER benutzt für diesen MOOC. Und er ist tatsächlich im MOOC-Prinzip erstellt. Das heißt,
Es ist ein Vorkurs, der aufs Robotikum vorbereitet und wir lassen die Teilnehmer tatsächlich richtig spüren, wie das ist, wenn man bei uns am Robotikum teilnimmt, dass sie sich das selber einmal so halb durchlaufen können und dann machen wir das, was man im Virtual Classroom halt in der Praxisphase macht, üben, üben, üben. Perfekt, das hört sich doch super an. Jetzt stellt sich für mich natürlich die Frage, brauchen wir dazu einen Roboter dann zum Üben? Das würde ich sagen, das lassen wir noch offen, bis wir uns dann Anfang Februar in Österreich sehen. Ja, es gibt nämlich in der Software auch einen virtuellen Roboter und da würden wir mal schauen, wie es von der Logistik her möglich ist. Sehr cool. Also bitte, liebe Zuseherinnen und Zuseher, das verspricht doch Spannung. Wir wissen also noch gar nicht genau, ob dann da ein Roboter dabei sein wird oder nicht. Lassen Sie sich überraschen. Ich sage schon mal vielen, vielen Dank an euch zwei, dass ihr euch hier kurz Zeit genommen habt und uns ein paar Einblicke gegeben habt und einen Spannungsbogen natürlich jetzt erzeugt habt. Und ich freue mich dann, wenn wir uns hoffentlich auch in Baden dann auch sehen in Niederösterreich. Und möchte jetzt noch sagen, für alle, die noch nicht angemeldet sind, bitte unbedingt noch anmelden für die Konferenz. Wir haben natürlich noch Plätze frei und es gibt neben diesem coolen Workshop auch noch viele, viele andere tolle Angebote. Also wir freuen uns dann, wenn wir Sie vor Ort begrüßen dürfen. In diesem Sinne, ja, bis bald, spätestens hoffentlich im Februar. Danke und ciao. Tschüss. Tschüss.